Frohe Weihnachten wünsche ich und ja, willkommen zu einem weiteren Video oder zu einem neuen Video von meiner Anna. Ich wollte euch zu Weihnachten mal zeigen, wie man eine wundertolle Brühe macht, beziehungsweise wie man den Geschmack von Fleisch ins Wasser bekommt. Das ist nämlich ganz easy, kann jeder von euch. Frohe Weihnachten an alle, die dieses Video schauen. Natürlich auch an die, die dieses Video nicht schauen, aber wie dem auch sei. Wir machen heute eine Rinderkonsommee, beziehungsweise eine Consommé de Boeuf, also eine Rinderkraftbrühe. Weil viele von euch kochen ja wahrscheinlich über Weihnachten, am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag oder haben schon gekocht oder werden schon gekocht haben oder werden schon gekocht haben, werden nun sein, wie dem auch sei. Bei manchen gibt es eine Vorsuppe vorweg. Deswegen werde ich euch heute mal zeigen, wie man eine ungebundene Rinderkraftbrühe macht. Das ist eine Suppe, die ungebunden ist. Kurz gesagt, das ist einfach nur Wasser mit super geilem Geschmack, mit Fleischgeschmack, wie wir den Fleischgeschmack und den Gemüsegeschmack in das Wasser kriegen. Das zeige ich euch jetzt. Toll, ne? Aber wenn ihr jetzt glaubt, das ist die Consommé, dann habt ihr falsch geglaubt. Das ist eine Rinderbouillon. Die Rinderbouillon wird in dem Falle jetzt heute hier unser Ausgangsmaterial sein für unsere Consommé. Das ist fachlich gesehen so der Weg, den man nehmen sollte oder den man nimmt. Weil in der Küche benutzt man, kurz gesagt, für ein fertiges Endprodukt, was man machen möchte, benutzt man keine Rohstoffe. In dem Falle wäre Wasser der Rohstoff. Aus dem Wasser machen wir eine gesättigte Flüssigkeit. Oh, die bluten sogar noch. Guck mal hier. Krass. So. Nun ist das Prinzip so gesehen, wir fügen, um fertige Endprodukte zu haben, in der Küche immer Geschmack zu, noch mehr Geschmack hinzu. Das ist ja das, was wir machen. Wenn wir jetzt Wasser benutzen, laugen wir einfach nur, kurz gesagt, das Fleisch auf. Natürlich fügen wir Geschmack zum Wasser hinzu, das ist klar. Aber so haben wir schon irgendwo einen Grundgeschmack. Ich versuche es immer so viel und so oft wie möglich auf Arbeit umzusetzen, denn man schmeckt es einfach. Es ist einfach wirklich besser. Es ist nicht viel große Arbeit. Wenn ihr am 26. oder sowas essen wollt, dann macht ihr am 25. macht ihr euren Consommé und am 24. setzt ihr eure Bouillon an. Abends über Nacht auf den Balkon gestellt. Das solltet ihr machen, denn irgendwo ist da ja auch Fett vorhanden, wie wir das hier sehen. Das ist zum Beispiel Fett, denn an den Knochen ist ja logischerweise auch irgendwo Fett. Das ist ja Fleisch, es ist ja vom Rind und so weiter, ne? Und über Nacht wird das Fett kalt und ihr könnt ganz normal die Suppe bzw. die Bouillon entfetten. So habt ihr diese ekelhaften Fettaugen nicht. Ne? Das Fleisch ist relativ mager. Ihr seht, da ist sehr, sehr wenig Fett dran. Deswegen kann man das gleich zum fertigen Endprodukt weiter verarbeiten. So. Aber wenn ihr das mit Knochen macht und so weiter, stellt sie über Nacht einmal kalt, dass ihr das Fett abnehmen könnt. Ne? Sieht cool aus, oder? Das ist Kunst, ist das. Manche sagen ja, wir sind Künstler. So, nun will ich euch mal zeigen, wie man den ganzen Krimskrams passiert. Dann nehmen wir den ganz normalen Topf hier und gießen den ganzen Krimskrams. Ihr seht ja, was da für Holz rauskommt. Gießen es einfach durch, haben etwas Geduld. Ihr seht, was da eigentlich für Trübstoffe und sowas drin sind. Ne? Und dadurch kommen halt diese ganzen kleinen Bubbel und so weiter und so fort, kommen halt nicht mit in die Brühe hinein. Was wir ja auch nicht wollen. Ziehen das ein bisschen hin und her und dann sieht man schon, was man für die ganzen Schmutzstoffe bzw. die ganzen Proteine, die ja natürlich die ganzen Trübstoffe, nicht Schmutzstoffe, sondern Trübstoffe irgendwo herausfiltern. So, und das ist im Endeffekt das, was überbleibt. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr ein ganz normales Tuch nehmt, das ist jetzt relativ feinmaschig hier, sag ich mal so, ja, macht es vorher einmal komplett nass und sowas geht die Flüssigkeit besser durch. Ihr seht es selber. Und dann habt ihr eine wunderbare Bouillon. Wir haben den Krimskrams jetzt passiert und das ist das, was ihr rausbekommt. Morgenurin. Ja, okay, ist vielleicht Morgenurin in der Spargelzeit, aber Entschuldigung, Küche ist verlaut, tut mir leid. Das ist unsere Bouillon. Ihr seht ja schon, dass sie recht trüb geworden ist. Das kommt halt durch die Knochen, weil die senden ja auch irgendwo gewisse Trübstoffe aus. Und das ist nämlich das, was wir jetzt irgendwo wegretuschieren wollen. Durch die Proteine im Fleisch. Das, was wir jetzt machen, macht ihr im Endeffekt nochmal oder vorher mit den Markknochen. Das, was wir jetzt machen, habe ich schon gemacht, nur mit den Markknochen, nicht mit dem Fleisch. Und dann bekommt ihr diese Rinderbouillon raus, wenn ihr es fachlich machen wollt. Wenn ihr es nicht fachlich machen wollt, dann nehmt einfach Leitungsform dafür. Geht genauso gut. Also wir nehmen diesen wunderschönen Morgenurin, geben ihn ganz normal in den Pott hinzu. Klar wird eine Flüssigkeit definiert, wenn der Topf fast voll ist, und man den Boden sehen kann. Das können wir jetzt schon auch, weil wir die Brühe oder die Bouillon nicht übermäßig haben kochen lassen. Versteht ihr? Die Energie, die äußert sich in Sachen von Wärme. Die Energie geht von der Platte in den Topfboden in das Gargut, also sprich in die Brühe.
je mehr Energie hinzugefügt wird, also meinetwegen die Platte ist auf 150 Grad, dann kocht das alles wallend. Ne? Das geht übelst voran da drin. Ergo können die kleinen Eiweißstoffe, die können sich ja nicht halten. Ne? Die werden dann natürlich zerruppt, ist ja klar. Ergo, die Schmutzstoffe, die sie eingefangen haben, also die sie umschlossen haben und nach oben bringen sollen, geht ja nicht mehr, weil die wurden ja zerruppt. Die wurden zerruppt und dann fliegen die Trübstoffe wieder umher. In diese Flüssigkeit, ich füge jetzt einfach mal alles hinzu, in diese Flüssigkeit geben wir jetzt dieses Rindfleisch. Das ist ganz normales Rinderhack. Fachlich gesehen nehmen wir Wagenfleisch, also Rinderhesse. Denn man sagt, dass in der Rinderhesse das meiste Proteinvorkommen ist. Wir benötigen ja die Proteine, also sprich die Eiweiße für den Klärvorgang. Kurz gesagt, das ist Klärfleisch. Das geben wir ganz normal hinzu. Ich nehme mal meinen Kochlöffel. Das machen wir alles ein bisschen klein. So, ich möchte jetzt nicht die Hände nehmen. Ne? Eigentlich mache ich das immer mit den Pfoten. Das dünnen wir jetzt so richtig schön klein, dass das so richtig schön zack und zack. Jo. Dann nehmen wir unser Gemüse, also Petersilie könnt ihr eigentlich ganz reinwerfen, sage ich mal so. Dann nehmen wir unser Röstgemüse, also sprich Mirpoix oder Wurzelwerk genannt oder sowas. Das schnibbeln wir ein bisschen klein. Das schnibbeln wir einfach nur ein bisschen klein. So. Können wir vielleicht nochmal. Warum wir das so klein schneiden, ist simpel und einfach. Damit erhöhen wir die Auflagefläche des Gemüses. Ne? Und das fügen wir dann einfach hinzu. Bei der Rinderkraftbrühe gibt es eine simple und einfache Eselsbrücke. Und zwar, das ist immer ein Drittel. Auf die Flüssigkeit nehme ich ein Drittel in Gramm Fleisch und auf das Fleisch nehme ich ein Drittel Gemüse. Fertig. Ich habe 1000 Milliliter Flüssigkeit. Nehmen davon ein Drittel, also 300 bis 350 Gramm Fleisch, das sind 300 gewesen. Und nehme auf diese 300 bis 350 Gramm Fleisch, nehme ich ein Drittel Gemüse, also 100 Gramm Gemüse. So, das ist so diese Faustregel. Ich persönlich nehme einfach ein bisschen was, hau das in den Pott, lass es gut werden und fertig. Wir müssen natürlich die Scheißplatte auch wieder anmachen, das ist ja ganz klar. Was ich an Gewürzen benutze, das ist voll easy. Das sind einfach nur Pfefferkörner, ein paar mehr, nicht gemahlen und ein bisschen Natriumchlorid. Aber erstmal nur ganz wenig, denn wir wissen ja im Endeffekt nicht, wie weit wir diese Konsommee reduzieren. Also sprich einkochen, verstärkt ja den Geschmack, die Flüssigkeit geht raus, die Masse wird weniger, aber der Geschmack bleibt drinnen. Ergo macht es ja mehr Bums. Wenn ihr jetzt natürlich auf diese 2 Liter, die schon fertig gewürzt habt, dann schmeckt sie nach 1 Liter Versalz. Deswegen mache ich immer nur ganz wenig rein. Versucht sie möglichst langsam erhitzen. Meinetwegen eine halbe Stunde auf 1, dann mal hochschalten auf 1,5, auf 2. So lange, bis ihr wirklich seht, dass das ganze Eiweiß hochkommt. Oben entsteht dann der Klärkuchen und den nehmen wir dann immer ab. Das sind schon mal die Trübstoffe, die eingefangen wurden. Wie gesagt, ich benutze persönlich nur 2 Gewürze. Das ist einmal Salz und einmal Pfeffer. Salz ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Der verstärkt einfach durch die Eigenschaft, was dieses Mineral hat, Salz ist Mineral, ne, verstärkt den Eigengeschmack. So, Pfeffer ist eine Pflanze, die natürlich für uns auch irgendwo einen gewissen Würzeffekt hat. Mehr benutze ich nicht. Denn wir machen ja eine Rinderkraftbrühe. Wir machen keine Rinderkraftgewürzbrühe. Versteht ihr? Ich meine, jeden Geschmäcker sind verschieden, ist klar. Der eine ist Lorbeerfetischist, der andere ist, keine Ahnung, Apfelfetischist, der nächste ist, ich weiß es nicht hier, Wacholderfetischist oder Korianderfetischist. Die würden da, keine Ahnung, 15 Lorbeerblätter oder 37 Wacholderkörner reinhauen. Ich persönlich kann das nur empfehlen, macht es einfach mal nur mit Salz, Pfeffer. Damit ihr auch mal wisst, wie das meinetwegen, wie der Grundgeschmack von dem schmeckt, was ihr eigentlich produziert. Ich bin persönlich nicht so der Fan von irgendwelchen Gewürzmischungen. Okay, Curry ist auch eine Gewürzmischung, ist aber jetzt mal so dahingestellt. So sieht sie jetzt aus, wenn sie dann nochmal richtig aufgestoßen ist und ich den oberen Klärkuchen abgeschöpft habe. Also die ganzen Trübstoffe, die das Eiweiß eingefangen hat und so weiter und so fort. Die ist jetzt schon ein bisschen abgekühlt. Ich werde sie aber noch weiter abkühlen lassen und sowas. Ich werde sie mindestens noch auf die Hälfte reduzieren lassen. Also ich persönlich jetzt, weil ich mache das nur für eine Person. Das sind jetzt hier ungefähr 2,5 bis 3 Liter. Und so weiter. Die schmeckt schon bombastisch.
andererseits kriege ich auch die letzten Fettbubbel kriege ich dann nochmal weg, wenn ich sie, wie gesagt, nochmal abkühlen lasse. Dann ist die eigentlich schon fertig. Wenn ihr da mal dran riecht, toll das Zeug. Tja, das war's im Endeffekt. Voll easy, wenn ihr eine Konsommee machen wollt. Ihr braucht Wasser, Rindfleisch, Röstgemüse, also Lauchsellerie, vielleicht ein bisschen Peter, Salz und Pfeffer. Das packt ihr alles, setzt ihr alles kalt zusammen an, lasst es einmal erhitzen, lasst es am besten einmal über Nacht ziehen, dass das wirklich schön auslaugt, passiert den ganzen Krimskrams und dann habt ihr eine ungebundene Kraftbrühe. Wunderbar für Weihnachten als Vorsuppe und so weiter, weil es halt keine gesättigte Flüssigkeit ist, keine gebundene Suppe ist, sie macht nicht voll und sonst irgendwas, halt ein richtiger Appetitanreger, man hat einen ordentlichen Geschmack. Man kann sie auf die gewisse Menge, die man haben möchte, dann reduzieren. Wenn ihr das Ganze vor alles noch irgendwo mal fachlich machen wollt, setzt vorher eine Bouillon an. Macht das gleiche, was ich euch gerade erzählt habe, bloß nicht mit dem Rindfleisch, sondern mit Markknochen. Holt euch die, so habt ihr eine Bouillon vom Rind. Und mit dem setzt ihr dann nochmal die Konsommee an und dann habt ihr das, was ich heute gemacht habe. Ja, ich wünsche euch schöne Verassung mit dem Fleisch, was ich noch sagen wollte hier. Das Fleisch, da haue ich immer ein bisschen Tomatenzeugs rein und so, ist natürlich ein bisschen ausgelaugt. Da haue ich immer ein bisschen hier geschälte Tomaten und noch ein paar Gewürze ran. Also in China habe ich so eine Art Bollo. Dann futtere ich dann mit Nudeln und so weiter und so fort, weil mir fällt das dann immer schwer, das Fleisch ein bisschen wegzuhauen. Das ist ja nicht schlecht und sowas. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten, frohes Fest. Empfehlt mich weiter, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt oder sowas, schreibt es in der Videobeschreibung. Auf Wiedersehen, tschüss, euer Hobby. Oh, das war wirklich sportbuchig.